Die Shongololo Lounge, ihr lest es ja selber, da sind wir drin. Warum? Ganz einfach, weil die Lounge, wo die Lufthansa und die Swiss drin ist, einfach die Treppe hoch ist, die Rolltreppe, die natürlich ausgeschaltet ist. Wir werden euch dazu ein bisschen Footage liefern. Das ist die Lounge, die normalerweise für Partner wie Emirates bzw. Etihad und so weiter geöffnet ist, Egypt Air und Dragon Pass, Air Seychelles. Emirates ist, glaube ich, oben. Können wir aber gleich nochmal für euch klären. Es gibt in Johannesburg so eine eigene Emirates Lounge. Da habe ich gelogen, direkt wieder mich selber erkannt und ertappt. Aber was uns dann reingebracht hat, war nicht der Dragon Pass, sondern der Priority Pass. Das war Glück. Von der Swiss selber haben wir keinen Kontakt gehabt bis jetzt, ob da eine Lounge angeboten wird. Das werden wir euch dann nachreichen. Vom Lounge-Angebot her muss ich sagen, sehr, sehr reichhaltig. Es gibt viele abgepackte Speisen. Was mich überrascht hat, war auch viele Sachen, die abgepackt waren, die man auch selber in der Mikrowelle erhitzen kann. Also sehr, sehr gut, sauber und alles. Hat um 10.30 Uhr Ortszeit geöffnet. Nochmal der Hinweis für euch in Deutschland, hier ist man eine Stunde voraus und ihr merkt, die Ansage kommt immer wieder. Wir cutten einfach an dieser Stelle. Oder ich rede einfach drüber. Schauen wir einfach mal, ob es dann hört. Ja, also insofern in der Lounge ist da auch wirklich alles vom Feinsten, hätte ich fast gesagt. Cola, seht ihr, ich habe meine in der Hand. Schweppes, alkoholische Getränke. Es gibt auch dieses Baileys Arugula oder wie das heißt, dieses afrikanische Ding. Also insofern, da ist sehr viel gesorgt. Und worauf ich mich besonders freue, ist die Dusche, damit ich dann auch meine Haare mal wieder ein bisschen ordentlich machen kann, meinen Schweiß, den ich habe, dann runterspülen kann. Also insofern schauen wir einfach mal, dass wir hier etwas Sauberkeit schaffen. Und ich denke mal, die Impressionen von der Lounge sprechen für sich. Ach ja, Internet wunderbar. Gibt einen Code dafür, aber auch hier am Flughafen gibt es kostenloses Internet, was wahrscheinlich, weil nicht so viele Leute da sind, umsonst ist es, wie gesagt, schnell ist. Aber in der Lounge ist es auch schnell. Also insofern eine gute Wahl. Ja, das muss es jetzt eigentlich gewesen sein. Ich bereite mich jetzt vor auf unser Weekend-Update und auf mein Duschen. Also, bis dann.